So Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Reise in die Online-Welt. Ein bisschen was Exotisches. Ich hoffe, überhaupt irgendjemand erkennt dieses Interface hier. Wenn nicht, dann schämt euch. Es ist Bioshock 2 Online. Ja. Bioshock 2 Online, dass man das nochmal sieht. Gibt's ja jetzt nicht so oft auf YouTube, glaube ich mal. Denke ich mal, also ich habe da schon ein bisschen rumgeschaut und nichts gefunden. Erstmal so eine kleine Story, ja. Muss ich jetzt auch noch mit reinnehmen. Ich mache das alles hier sehr spontan, also seid nicht böse. Ich habe ursprünglich Bioshock 2 für den PC gekauft. Beziehungsweise damals hatte ich noch einen Kacki-Laptop, da hat es auch ordentlich rumgeleckt und da konnte ich nicht mal online eine Verbindung herstellen. So. Dann, später habe ich eine PS3 geschenkt bekommen. Und mein erstes Spiel, das ich mir für die PS3 gekauft habe, war Bioshock. Und da habe ich irgendwann angefangen, weil ich den Singleplayer schon so oft durch hatte, mal den Multiplayer auszuprobieren. Der hat mir so richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Der war richtig, wie soll ich sagen, erfrischend nach dem ganzen COD-Scheiß, sag ich mal. Und es ist wirklich, ich fand es wirklich traurig, dass so wenige Leute den Multiplayer spielen. Und jetzt, da ich ja meinen schönen PC hier habe, kann ich das Spiel jetzt auch auf dem PC wenigstens lagfrei und online halbwegs gut spielen. Und ich dachte mal, wieso machst du nicht einfach mal Bioshock 2? Ich hoffe jetzt, dass überhaupt irgendwelche Leute online sind. Es kommt nicht oft vor, dass man hier sofort Lobbys findet, weil kaum noch Leute spielen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man in einer Lobby immer jemanden trifft, mit dem man schon mal gespielt hat. Ich werde übrigens noch eine Anmerkung in das Video hier reinpacken, wodurch man zu der Stelle kommt, wo ich ein Spiel suche, denn ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen erklären, was hier wo wie funktioniert, denn ich glaube nicht, dass man hier so eingeweiht ist, wie wenn ich jetzt COD erklären würde, da würde ich sagen, ja, guck mal hier, da hast du Abschlussserien, da musst du so drei Abschlüsse machen. Nee, das weiß jedes Schwein, aber hier vielleicht kennt sich der eine oder andere nicht aus. Falls ihr euch auskennt, die Anmerkung ist im Video, ihr könnt es überspringen. Gut, also ich fange mal einfach an, so ein bisschen rumzuzeigen. Man hat wie in Call of Duty auch oder in vielen anderen Multiplayern auch die Wahl, sich eigene Ausrüstungen zusammenzustellen. Das beginnt schon, indem man hier seinen Charakter auswählen kann. Die zwei Hübschen hier, Oscar Calraca und Louis McGrath. Die Irren haben das Irrenhaus übernommen, Junge. Schnauze! Ja, du bist der Gangster, ich weiß schon. Die sind im DLC enthalten, das ich gekauft habe für, ich glaube, 2 Euro. Ist da noch was anderes enthalten? Ich würde nie nur Charaktere kaufen. Naja, dazu nachher was. Ja, man kann sich hier einen von den hübschen Pappenheimern hier aussuchen mit Beschreibungen rechts. Ist ganz interessant. Ich bleib am liebsten bei der hier, weil irgendwie, also meine Theorie ist, je schlanker, desto schwerer zu treffen. Wenn ich jetzt den hübschen Kerl hier nehme, hat man einfach mehr Fläche, die man treffen kann, sage ich mal so. So. Außerdem hat die coole Sprüche drauf. So, hier die Charakterausstattung. Wem es gefällt, der kann sich hier so eine schöne Maske auf den Kopf hauen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der Fan davon. Und eine Midi-Waffe kann man sich auch aussuchen. Naja, zum Beispiel dieses Nudelholz oder eine Machete oder ein Rohr, was auch immer. Ich bleib ganz gern einfach bei der Standard. Midi-Waffe. Jeder Charakter hat eine eigene, glaube ich. Und außerdem ist es mir total egal. Jede von denen ist gleich. Ich weiß nicht, es müssen mal einer ausprobieren, ob da wirklich welche länger sind oder welche mehr Schaden machen. Ich glaub's nicht, aber jetzt kommen wir mal erstmal zu den richtig interessanten Dingen, die Klassen. Man hat drei Stück. Von Anfang an hat man nichts. Man hat die Pistole von Anfang an und man hat die Schrotflinte von Anfang an. Alles andere schaltet man nach Levelprinzip frei. Hier zum Beispiel steht, Pure Predator ist online. Nein. Sondern, hier zum Beispiel freigeschaltet in Rang 18. Das heißt, wenn ich Rang 18 erreiche, bekomme ich das schöne Jagdgewehr hier. Da werde ich nachher auch noch eine schöne Story von erzählen. So, man kann sich hier also zwei Waffen nehmen. Ist ja jetzt nicht wirklich kompliziert bis jetzt. Und hier gibt es auch Waffenaufsätze. Es ist also alles sehr COD-like, sage ich mal. Normalerweise gibt es immer nur zwei. Diese dritte hier, die oben immer auch schon freigeschaltet ist, ist im DLC enthalten.
Rechts steht immer schön die Beschreibung. Hier Feuerstoß. Ein halbautomatischer Mechanismus, der Nagelsalven abfeuert. Hier bei der Nagelpistole. Und so weiter und so fort. Ich bevorzuge ja am liebsten das Maschinengewehr sowie die Schrotflinte. Ich bin nicht so ein Fan von der Nagelpistole, obwohl die eigentlich ein bisschen stärker ist als die, als das MG. Aber die braucht halt erstens eine Aufladezeit und zweitens, ich mag es einfach nicht. Bleiben wir dabei. So, die Schrotflinte spiele ich am liebsten mit abgesägtem Lauf. Ist ja eigentlich auch egal. Ich werde das hier nicht erklären, was ich am liebsten mag und was nicht. Jedenfalls kann man sich hier, ich meine, jeder, der Bioshock schon mal gespielt hat, sollte wissen, was ein Plasmid ist. Das ist ein, naja, wie soll ich sagen, man kann zaubern damit. Man kann sich eine Plasmide frei aussuchen, die schaltet man auch mit der Zeit frei. Und hier hat man noch Tonika, um es korrekt zu sagen, es sind einfach Perks, bleiben wir realistisch. Die schaltet man auch nach Levelprinzip frei und die haben hier auch unterschiedliche Effekte. Oho, wer jetzt gedacht. Kann man sich auch zusammenstellen, wie man möchte. Diese Klasse hier ist übrigens einfach eine unbenutzte Klasse. Nicht, dass ihr denkt, ich laufe mit so einem Scheiß hier rum. Das ist meine Lieblingsklasse. Maschinengewehr mit erweitertem Magazin. Eine Schrotflinte mit abgesägtem Lauf. Electro Bolt, abfackeln. Forschungsexperte, dadurch kann man schneller Leichen erforschen. Da komme ich nachher noch zu. Schnelle Regeneration, man regeneriert die Gesundheit schneller. Sehr gutes Tonikum, würde ich immer empfehlen, das mitzunehmen. Denn je schneller man Gesundheit regeneriert, desto schneller ist man zurück in der Action, ist klar, ne? Und Eve Schoner, dadurch verbraucht man weniger Eve für den Einsatz von Plasmiden. Dazu komme ich auch gleich. So, das benutze ich eigentlich nicht so oft. Ist ja auch egal. So, es gibt hier Bestenlisten, eine persönliche Statistik, was auch immer. Man kann hier alles sehen. Bevorzugte Waffe, bevorzugtes Plasmid, bevorzugtes Tonikum. Hier den Rang, wie viel Adam man noch braucht. Praktisch. Wie soll ich das erklären? Was Adam ist. Müsste eigentlich jeder wissen. Ich meine, jeder kennt doch Bioshock, mal ganz ehrlich. So, man hat Herausforderungen, die Adam bringen. Das heißt, man levelt schneller. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in ein privates Match rein. Und zwar auf der Karte. So. Nein. So, Medical Pavilion, genau. Wir starten einfach mal. Ich möchte euch nur mal kurz so einen kleinen Einblick verschaffen, bevor ich mich da online irgendwo reinstürze. Du sagst es, Kumpel, du sagst es. So. Wie gesagt, alle, die es nicht interessiert, springen einfach vor. Alle, die es schon kennen oder alle, die mich nur online sehen wollen. So, ich nehme einfach mal meine Klasse hier. Okay, los geht's. Alleine. Oh. So. Ist Ego-Shooter. Merkt man vielleicht. So, ich habe ja mein schönes MG plus den Electro-Bolt. Sieht man an meiner linken Hand ganz schön. So, mit Q wechsle ich das Plasmid. Das heißt, ich habe jetzt abfackeln. Electro-Bolt abfackeln. Ist klar, ne? Auf E wechsle ich die Waffe zu meiner Shotgun. Mit abgesägtem Lauf. Ja, okay. Man kann Plasmide mit der rechten Maustaste benutzen oder wenn man sie gedrückt hält, aufladen und dann benutzen. Und da werde ich auch schon eingeladen von einem der wenigen, die dieses Spiel noch spielen. So, da habe ich gerade eine Spritze aufgesammelt, eine Eve-Spritze, die mein Eve wieder auffüllt. Hat man vielleicht schon gesehen, dass ich diese blaue Leiste da links oben da, unter meiner Gesundheitsleiste leert, wenn ich ein Plasmid einsetze, so wie jetzt. Und wenn ich es auflade, braucht es natürlich noch mehr Eve. Und wenn ich es aufgeladen halte, verbraucht sich das Eve auch langsam. Sieht man oben jetzt ganz gut. So. So. Wenn ich Munition verschieße, kann ich mir bei diesen Munitionspacks hier wieder Munition beschaffen. Und Eve. Das ist ein Verkaufsautomat. Da kommt nach und nach, wenn man ein bisschen wartet, wieder Zeug raus. Yo. Und wenn man dieses Teil hackt, das geht so, ich halte F gedrückt und hacke es, jetzt gehört es mir. Das heißt, wenn jetzt ein Gegner kommt, oh verdammt, oh, ich habe kein Eve mehr, ich brauche Eve. Und dann geht er hin, kommt eine Bombe raus und tot. Versteht ihr? So einfach ist das. So. Was gibt's noch? Ich bin sehr unvorbereitet, genau. Das wollte ich sagen. So. Es gibt
Achso, ja, mit links Shift. Beziehungsweise mit der Umschalttaste. Ah, jetzt kommt das schon. Ah! Ah, hello there! wenn ich mit der Shift-Taste hier Midi machen will, dann mache ich das. Ne? Solche Wände hier kann man einschlagen und sich dadurch Wege bahnen. Kann sie auch einschießen, wenn ich das möchte. Wenn ich ein Munitionsraudi bin. Man kann Lüftungsschächte betreten, um Abkürzungen zu nehmen. Sonstiges. Man kann so einen Boden hier aufschießen und dann darunter springen. Vieles ist möglich, Leute. Vieles ist möglich. So. Bevor ich zum Big Daddy komme, komme ich noch zu den schönen Teilen hier. Hier liegt wieder Munition. Diese Teile respawnen übrigens nicht. Das heißt, wenn man sie einmal aussammelt, sind sie weg. Dann muss man schon auf die Verkaufsautomaten zurückgreifen. So, diese schönen Teile hier sind Geschütze. Dieses hier ist momentan noch inaktiv. Wenn ich mich jetzt daneben stelle und das hacke. Dumm-di-dumm, ich hack mal ein... Na, verdammt. Ich hack mal ein bisschen. Dumm-dumm-dumm-dumm. So. Jetzt ist das aktiv und schaut in so einem Halbkreisradius, sage ich mal, um sich rum alles ab. Und wenn ein Gegner kommt, fängt das Ding an zu ballern. So einfach ist das. Man kann Geschütz mit Plasmiden betäuben, egal mit welchem. Es sei denn, es ist das eigene. Und man kann sie auch kaputt machen. Ich weiß gar nicht, ob man seine eigenen kaputt machen kann. Ja, kann man. Okay, gut zu wissen. Was gibt's noch? Ach ja, das kann ich eigentlich auch noch zeigen. Solche Ölpfützen hier kann man zu seinem Vorteil nutzen, wenn man sie anzündet und dann reinläuft. Das brennt ordentlich, wenn ihr mal auf meine Gesundheit schaut. Das holt schon ordentlich was weg und dann noch ein paar Maschinengewehrschüsse rein. Da geht's dem Gegner ganz schlecht. Am liebsten mache ich es ja, wenn ich einfach das Plasmid hier auflade, einen Gegner treffe und dann ratatatatatatatata und dann haben wir behindert da rumspringen und tot ist er. So einfach ist das. Man hat in dem Spiel hier übrigens sehr viel Leben. Das heißt sehr viel, aber ich sag's mal so. Wenn man allein ist und gegen zwei Leute geht, zieht man in 9 von 10 Fällen den kürzeren, weil es einfach viel zu schwer ist, zwei Leute auszuschalten. Weil die Gesundheit, wie gesagt, einfach viel zu hoch ist. Es gibt auch Wasserpfützen. So wie das hier. Das ist ein Wasserfall. Beziehungsweise einfach Wasser, das von der Decke kommt. Das kann ich schocken. Wenn da jemand reinläuft. Das macht Aua. Das macht richtig Aua, wie man sieht. Ich kann auch Wasserpfützen schocken. Ich weiß gar nicht, ob man das hier... Nee, das funktioniert nicht. Ah, das muss ich jetzt irgendwo zeigen. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Wasserpfütze. Naja, ihr könnt es euch vorstellen, das ist der gleiche Effekt, wie wenn man in so einen Wasserfall reinläuft. Da ist ja eine E-Spritze. Ich gehe einfach hin, um sie aufzusammeln. So, wieder voll. So, das ist eine andere Art von Geschützen. Die feuern wärmesuchende Raketen. Den kann man etwas leichter ausweichen. Dafür machen die halt auch sehr viel Schaden. Das heißt, von den Teilen unbedingt fernhalten. Ich glaube sogar, man kann die Schütze mit jedem Plasmid betäuben. Außer vielleicht mit Sprint oder Houdini. Aber ist ja jetzt auch egal. So, jetzt kommen wir endlich mal zu etwas sehr Interessantem. Und das ist der Big Daddy. Ach, mit Space springt man übrigens. Und mit Steuerung... Nee, nicht mit Steuerung. Mit C kann man kriechen. Ja, sehr vielfältig. So, das schöne Teil hier. Das ist ein Big Daddy Anzug. Dieser Anzug taucht mehrmals im Spiel, beziehungsweise, ja doch, mehrmals im Spiel an bestimmten Orten auf. Einfach so, auf der Map. Und wenn man ihn findet und ausrüstet, wird man zum Big Daddy. Da kommt diese bedrohliche Musik. Man bewegt sich wie ein 5-Tonnen-Laster, kann stampfen. Wenn man mal unten links gerade hinschaut. Schwupps, jetzt kann ich wieder stampfen. Dieser Stampfer betäubt alle Gegner im Umkreis. Big Daddy regeneriert kein Leben. Das heißt, ist er einmal oben links Leben weg, dann ist es weg. So, was kann ein Big Daddy? Ein Big Daddy, ja, ich komme ja gleich. Ein Big Daddy kann mit dieser Pistole hier schießen. Ich glaube, man braucht 3 Schüsse, um einen Gegner damit zu töten. Das ist also schon ziemlich Biest, sage ich mal. Und wenn man es übertreibt, dann überhitzt das schöne Ding.
Aber damit kann man klarkommen. So ein Geschütz kann man mit Big Daddy auch ganz schön klein kriegen. So. Ein Big Daddy kann des Weiteren schlagen. Ich glaube, zwei Milis von dem Brocken hier und man ist weg. Und ein Big Daddy kann die schönen Teile hier werfen. Mit Rechtsklick, Kontaktminen. In einem Umfang von, ich sag mal, 2 Metern löst die Mine aus bei Gegnern und macht Bumm. Am effektivsten ist es natürlich, wenn man sie vor Türen legt und dann kommt einer durch und pam und tot. Oder hier so an Geschützen platziert, dass, wenn jemand das hacken will, er sein blaues Wunder erlebt. Oh, was ist denn los? Ich glaube auch, das war eigentlich alles, oder? Gibt es doch was zu sagen? Ah ja, man hat insgesamt nur 6 Kontaktminen. Das heißt, wenn man sie verbraucht hat, ist es vorbei. Und man kann sich selbst damit verletzen. Ist das nicht lustig? So. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Praxis über, oder? Ich hoffe mal, wir finden jetzt überhaupt Leute. Und ich werde mal dem einen dabei treten. Vielleicht haben wir ja Glück und sind diesmal nicht nur zu zweit. Ich kann da wirklich nichts versprechen. Also das hier wird auch sehr unregelmäßig kommen. Weil ich nicht einfach jedes Spiel hochladen werde, wenn wir nur zu dritt sind und nur ein privates Match machen oder so. Ich hoffe mal, der Typ ist noch da. Hallo? Ansonsten schneide ich einfach, bis es losgeht. So, wir brauchen noch 3 Spieler. Ich sag's ja, es ist wirklich sehr schwer hier, überhaupt ein Spiel zu finden. Ja, und wenn dann auch noch Leute rausgehen, das ist immer noch am schlimmsten. Ich weiß nicht, ob das hier noch was wird. Ich werde einfach mal warten und wieder reinschneiden, wenn es hier losgeht. Also, wir sehen uns dann gleich, hoffe ich. Oh Gott, das wird wieder so heftig. Komm schon, einer noch. Ein einziger. Bitte, komm schon. Du packst das. Ja, ich bin Rang 15, übrigens. Insgesamt gibt's eigentlich nur 40 Ränge. Aber, die sind doch 50. Ja, die sind 50, weil dieses DLC, was ich auch habe, die Level bis zum 50. erweitert. Und diese Strahlen hier, sage ich mal, außen, um die Medaille rum, erhält man nicht einfach so. Es gibt nämlich so in dem Spiel hier sowas wie Prestige. Das kann man aber nur einmal betreten. Das heißt, wenn ich jetzt Level 50 erreiche, das ist der höchste Rang, und dann auf praktisch Prestige drücke, bin ich wieder auf Level 1, hab nichts mehr. Das heißt, es ist praktisch wie ein Call of Duty. Und kann dann nochmal bis Level 50 hochleveln. Dafür habe ich dann diese lustigen Strahlen hier. Es bringt mir also... Yes! Es bringt mir also nichts weiter als... Naja, Ehre, sozusagen. Jetzt geht's hier auch mal los. Und es ist 4 gegen 3. Das ist schön. Dafür habe ich die 2 Pros da, sag ich mal. Und jetzt versuche ich einfach mal, was Gescheites zusammenzubekommen. Es ist ja bis jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen. Ich nehme mal die Klasse hier. Ich habe die ganzen Level 50er hier in meinem Team. So, das hier sind Adam-Flaschen, die kann man aufsammeln, dann bekommt man ein bisschen mehr Adam, um schneller aufzusteigen. Ist aber jetzt nicht so frappierend, sage ich mal. So, ein Spiel geht bis 450, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier ist jetzt Bürgerkrieg, also Team Deathmatch, prinzipiell. Was anderes ist es nicht und ich laufe hier gerade mit aufgeladenem, aha, Plasmid rum. In der Hoffnung. Genau, dazu wollte ich auch noch kommen. Das ist eine schöne Combo aus Electro Bolt. Dadurch wird man gefreezed für einen kurzen Moment. Und dieser schönen Elephant Gun, diesem Jagdgewehr, das ist nämlich ein Headshot One-Shot. Das heißt, ein Headshot und das Teil killt sofort. Die sind gerade am Geschütz hacken, das ist schlecht. Au. Au. Und, praktisch, wenn man diesen Typen freest und dann ihm einen Headshot gibt, ist das ein Instant-Kill und das ist einfach so overpowered. Leider.
der Teil, der Typ hat's glaube ich auch. Und es ist, wie man vielleicht sehen kann, sehr laggy. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So, hier auch was. Der Typ, es ist so viel auf einmal, das ist schlimm. Der ist gerade mit einem Tonikum, das man auf Level 40 bekommt, wieder auferstanden. Es ist also praktisch sowas wie zweite Chance, auch sehr nervig. Da höre ich Geballer. Was ist da los? So, den erwische ich mal von... Oh Gott, sie tuben. Rückzug. Dieser Granatwerfer ist schlimm. Der ist schlimm, sage ich euch. So. Ja, genau das meine ich mal. Oh Gott, ich bin einfach so schlecht. Ich glaube, das lade ich einfach mal hoch, weil es das allererste Match ist. Aber es ist wirklich... Ich will nicht sagen, ich kacke nur dadurch ab, weil ich gerade aufnehme. Aber doch. Nein. Es ist einfach so... Manchmal läuft es gut. Und manchmal wird man einfach tot getubed. Und hier sieht man auch gleich einen Grund. Ja, genau. Oh, es ist so viel auf einmal. Es ist schlimm. Diese ganze Erklärerei am Anfang. Jedenfalls, das ist auch ein weiterer Grund, warum man dieses Spiel online nicht sehr gerne spielt. Es leckt wie Hölle. Es leckt wie Hölle. Das ist wirklich... Ich würde ja gerne dafür werben, aber es leckt. Es ist schlimm. So. Ich krieg den Kill nicht, weil... Ja. Genau sowas hasse ich, denn jetzt steht der Typ da wieder auf. Und ich bekomme den Kill nicht. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Und der Typ mit seinem verdammten Eimer... kostet mich auch schon wieder an. Ja, schön mit Granatwerfer rumlaufen. Das... So, wir haben den Big Daddy. So, jetzt gibt's Rache. Oder auch nicht, weil es leckt. Naja, ich habe ihn noch zu Tode gebrannt. Aber es ist wieder sehr, sehr laggy. Hatte schon bessere Matches, sag ich mal. Assist. Gibt's auch. Wollte aber vorhin noch gerade was zeigen. Aua, 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 aua. Böses Geschütz. So, den zünden wir mal an, glaube ich. Frisst das. Und gleich nochmal, denn je mehr Feuer, desto mehr Schaden. So, hier wird auch schon wieder fleißig getubed, den Typen stehle ich mal den Kill, weil ich lustig bin. Und so, der benutzt den schönen Granatwerfer und hat auch das schöne Aufstehe-Teil da. So, der ist gehackt. Das war knapp. So, die Teile kann man eigentlich noch ganz gut austricksen. So, hier, wenn man zu Leuten hingeht und F gedrückt hält, kann man sie erforschen. Und hat dadurch einen Schadensbonus von, ich glaube, 10%. Hört sich nicht nach viel an, aber in entscheidenden Momenten nutzt diese eine Kugel halt schon. Da schreibt der eine schon, damn Cheater. Das freut mich auf jeden Fall. So. Und... stirb. Dankeschön. So. Nein. So, da wurde ich gefreezed von Winterblast. Und auch gleich zu Tode getubed. Oder auch nicht. Vielleicht schaffe ich das. Ja, das schaffe ich. So, hier hat irgendwer einen Schadensbonus gegen mich erhalten. Das sieht man auch mal ganz schön. So, dann gib mir mal Eve. Dankeschön. So, den kann ich eigentlich auch noch erforschen. Eigentlich geht das nicht so schnell mit dem Erforschen. Aber ich habe ein Tonikum dabei. Wie heißt denn das? Forscher-Experte oder irgend sowas? Wodurch man doppelt so schnell erforschen kann. Das war schlecht. Aber das sollte zu schaffen sein. Ja. So. Rückzug. Rückzug, Rückzug. Ja, ja. So ist das halt hier online. Hacker. Was Hacker? Unsinn. Ich hack doch nicht. Ich doch nicht. So, den zünden wir mal an. Okay. Der benutzt anscheinend... Aua! Ja. Das wurde... etwas eng. Um es noch nett auszudrücken. Ja, also dieser Granatwerfer ist einer der Gründe, warum man dieses Spiel online nicht sehr gerne spielen würde. Sag ich mal. Weil er einfach scheiße wie sonst was ist. Ihr seht's schon. Vor allem habe ich gerade das Gefühl, dass jeder aus dem verdammten Gegnerteam diesen Scheiß dabei hat. Was mich dann doch etwas ankotzt.
Meine, man sieht so selten Leute mit dem Maschinengewehr rumlaufen. Entweder mit dem Granatwerfer oder... Ja, das wird jetzt ein bisschen scheiße. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gesagt habe. Man hat gegen zwei einfach keine Chance. Denn... Selbst wenn man einen Tod bekommt, gegen den anderen hat man keine Chance. Oh Mann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wie viel habe ich denn? 8 zu 9. Naja, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe mir da schon Schlimmeres vorgestellt. Kommen Sie? Ah, da ist er. Hallo. Hallo, Kumpel. Da hört ihr es. Der rote Baron war ein Scheißdreck. Oh yeah. Also das Match lade ich auf jeden Fall hoch. Auch wenn ich nicht positiv herausgehe. Dankeschön. Jetzt kann ich den nicht erforschen. Arsch. Wo sind sie denn? Oh, okay. Okay. Hey, er hat auf Pistole gewechselt. Ich bin stolz auf ihn. Nein. Das war gerade Sprint. Da macht man so ein... Ich könnte eigentlich auch mal alle Plasmide zeigen, oder? Ich glaube, das mache ich. Aber das mache ich in einem extra Video. So, wir haben wieder den Big Daddy. Es ist Gleichstand. Das heißt, wir sind in einer guten Position, jetzt die Führung rauszuholen. Oh, Hallöchen. Nein, das... Nein. Warum bist du nicht verbrannt? Warum bist du nicht verbrannt? Und warum hat mir das Scheiße eigentlich so viel Schaden gemacht? Das verstehe ich gerade nicht. Das Teil braucht, glaube ich, mehr als... Nein. No. Ich glaube, die hat das Damage Attachment drauf. Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. So. Hallöchen. Ah. Hallo. Ah, ich bin so abgrundtief schlecht. So, wir campen mal kurz. Na, kommt er? Kommt er vorbei? Nee. Wo ist er denn hin? Hinter mir? Nee. Doch, da. Oh. Ja, okay, er hat die Armbrust. Ist nicht so eine tolle Waffe. Man kann sie benutzen, wenn man ein Tonikum hat, das den Kopfschussschaden verstärkt und dann noch Schaden auf die Armbrust drauf, dann ist es auch ein Headshot, One-Shot. Hallo, ich helfe dir mal. So, der hat den Big Daddy erledigt, dafür wird er jetzt erledigt. So, naja, da geht das Tube wieder los. Der wird mich wahrscheinlich auch... Die Runde läuft nicht so gut. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. Ich reg mich da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr auf über den Granatwerfer. Wobei das hier schon an der Grenze ist von Human zu Tuben. Da kann man mit seinem Maschinengewehr nicht so viel ausrichten. Okay. Okay, ich bekomme irgendwie keine Hitmarker, weil es laggt. Laggy shit. It's a bit laggy. So, der Arsch steht wieder auf. Ja. Schön mit zweiter Chance hier rumlaufen, ne? Das macht Spaß. Mhm. Ja, ganz toll. Yo. So. Brenne. Brenne, Schwein. Brenne. Und du nicht, du nicht. Es ist nicht leicht zu treffen, wenn es so rumlegt, mal ehrlich. Vielleicht empfindet ihr das nicht so, aber mal ehrlich. Wow, das ist jetzt schlecht. Ne, der wird wieder tuben. Man hat keine Chance. Gegen diesen verdammten Granatwerfer. Es sei denn, man hat irgendwie eine Chance, irgendwie nahen Kontakt aufzubauen, aber wow. Was geht denn ab? Ich treffe aber auch gerade nix, gell? Ich treffe gerade gar nichts. Aua. Ja, das meine ich mit nahem Kontakt. Der Typ hat sich zur Hälfte, glaube ich, selbst erledigt, aber... So, das hat man auch gerade ganz schön gesehen. Die Leiche ist in die Luft geflogen. Das ist auch ein Tonikum und ich weiß auch gerade nicht, warum die voreinander weglaufen. Ich meine, das waren einfach einer aus meinem Team und einer aus seinem Team. So. So, dankeschön. Wenn man brennt und dann ins Wasser läuft, löscht das natürlich. Das heißt, man kann sich schon irgendwie wehren. So, das gehört uns. Alles klärchen. Aber ich sag mal, ich spiele lieber so einen Multiplayer.
als jetzt, also, so, da haben wir es wunderbar gesehen, ich konnte nichts machen, ich war praktisch eingefroren und er gibt mir einen Headshot und ich bin tot. Also das kann manchmal richtig abfacken, sage ich mal, wenn das, ich meine, stell dir vor, du spawnst, du läufst einen Schritt, wirst gestunt, Headshot tot. Du spawnst, du läufst einen Schritt, wirst gestunt, Headshot tot. Also manchmal kann das einen schon ziemlich, ziemlich abfacken. Aber ich sag mal, man kommt klar. Irgendwann kommt man damit klar. Aber manchmal auch nicht. So wie jetzt. Naja. Ich glaube, eins spiele ich noch, oder? Oder ja, oder nein, oder nein. Nein, ich glaube, ich lasse es mal dabei. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass ich jetzt noch was Gutes zustande krieg. Mensch, 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 Mensch. Hey, was soll's, das war die erste Folge. Ich glaube, ich werde da einfach... rechnen bin nicht so gut in Scores, mal ehrlich. Ich bin da nicht so der Over... Jump, Headshot, 360-Meister, wie man das vielleicht erwartet hätte, wenn ich schon Multiplayer hochlade. Aber was soll's, das ist einfach nur zum Spaß, okay? Wenn ihr auf Uber-Scores wartet, dann seid ihr, glaube ich, falsch. Aber in COD wäre es schlimmer. Glaubt mir. Das wäre viel schlimmer. Außerdem habe ich keinen Bock drauf, mal ehrlich. Okay, also dann würde ich sagen, das reicht auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, das hier wird unregelmäßig kommen. Das heißt, es ist praktisch kein festes Projekt. Lasst euch überraschen. Wenn es kommt, dann kommt es. Versteht ihr? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.